Heute zeige ich euch, wie man die Kupplung einer BMW F800 GS wechselt. Meine BMW hat 70.000 Kilometer runter und die manuellen Einstellmöglichkeiten an der Kupplung sind erreicht. Wir kommen also jetzt langsam an den Punkt, an dem die Kupplung durchdreht. Eine weitere Besonderheit bei der BMW F800 GS ist, dass nach 75.000 Kilometern zwei Plastikzahnräder, die die Ölpumpe antreiben, gewechselt werden müssen. Diese beiden Plastikzahnräder sitzen direkt hinter dem Kupplungskorb. Das heißt, ich werde sie jetzt im gleichen Zug mit auswechseln. Es ist wichtig, die Zahnräder nach dem Wechselintervall zu wechseln, denn mit der Zeit können die einzelnen Zähne brechen und dementsprechend hat der Motor keinen Öldruck mehr. Die BMW hat leider auch keinen Öldrucksensor, das heißt, man bekommt auch keine Anzeige dafür, wenn die Zahnräder gebrochen sind. Das neue Kupplungsset besteht aus neuen Stahllamellen. Da gibt es auch eine Lamelle mit bei, die hier oben eine kleine Kerbe hat. Das ist die erste, die wir einsetzen. Neue Federn und das Wichtigste, Kupplungslamellen. Dabei werden diese getrennt verpackt, denn wir haben hier zwei Kupplungslamellen, die jeweils als erste und als letzte Lamelle eingesetzt werden. Deswegen darauf achten, dass man diese nicht mit den anderen vermischt. Ich setze die beiden jetzt hier oben auf den ganzen Stapel auf. Und bevor wir das allerdings alles einbauen können, müssen die Lamellen mit Öl getränkt sein. Das heißt, ich habe mir hier einen kleinen Behälter gegriffen, leg die hier rein und fülle das Ganze mit Öl auf. So, jetzt wird's interessant, denn nun kommt der Kupplungsdeckel ab. Der sitzt meistens ziemlich fest. Das heißt, am besten erstmal mit dem Gummihammer den Kupplungsdeckel von der Dichtung abklopfen. Ja. Ja. Da ist das schon mal gelöst. Jetzt hier unten noch ein bisschen. Jetzt muss das Ganze sachte abgezogen werden. Dabei hier unten auf die Schaltwelle achten. Die mit dem Daumen festhalten und mit Gegendruck hereindrücken. Und ihr wollt nicht die Schaltwelle mit rausziehen. So. Und schon ist der Deckel ab. Dann gibt es hier noch eine kleine Besonderheit. Und zwar hier eine kleine Scheibe, die nämlich zu der Schaltwelle mit dazu gehört. Die klebt meistens ganz schnell hier am Kupplungsdeckel fest. Das heißt, darauf achten, dass ihr die nicht verliert. Hier seht ihr jetzt den Kupplungskorb mit den einzelnen Kupplungslamellen. Die sind hier nacheinander eingeschichtet. Hierhinter befinden sich die Kupplungsfedern, die den Kupplungskorb zusammenhalten. Das ist der Schalthebel. Und hier unten versteckt sich schon eins der Ölpumpenzahnräder, die wir austauschen müssen. Das heißt, ich schraube zuerst die Kupplungsfedern raus, nehme alle Kupplungslamellen heraus und demontiere den kompletten Kupplungskorb. Hier bin ich auch schon echt gespannt, wie die Kupplungslamellen aussehen. So. Hier ist das Ganze. Hey, die Lamellen sehen gar nicht mal so schlecht aus. Da ist immer noch Belag drauf vorhanden. Sehr erstaunlich. So, das sind die Stahllamellen. Aber selbst die sehen noch ziemlich gut aus. Hier einmal ein Vergleich zwischen den alten und den neuen Kupplungslamellen. Oben ist die alte Kupplungslamelle, unten eine neue. Man sieht, da ist nicht wirklich ein großer Unterschied. Tacos? I'm in.
Um nun an die beiden Ölpumpenzahnräder ranzukommen, muss der komplette Kupplungskorb runter. Dafür diese Mutter lösen, dahinter befindet sich eine Scheibe und noch zwei Lager. Also aufpassen, dass ihr nichts verliert. Um diese Mutter zu lösen, ihr seht, man kann das Ganze hier nämlich drehen, müsst ihr die Hinterradbremse gedrückt halten. BMW hat hierfür normalerweise ein spezielles Tool, das hier einfach eingesetzt wird und das Ganze arretiert. Ich habe das Tool jetzt nicht. Das heißt, ich drücke die Hinterradbremse und dann löse ich diese Mutter. Ready? Is it pressed? Holding. Hier ist die Unterlegscheibe. Jetzt kann ich das erste Stück einfach abziehen. Tada. Hier ist allerdings auch noch mal eine größere Scheibe. Also auch aufpassen, dass ihr die nicht verliert. Und jetzt wird dieser Part einfach nur abgezogen. Hier im Inneren befinden sich allerdings zwei Nadellager und eine Scheibe, eine Abstandsscheibe. Das heißt, diese nicht verlieren. So. Und hier ist das Nadellager, die Abstandsscheibe und das zweite Nadellager sitzt noch drauf. Da. Hier auf der Rückseite befindet sich jetzt das erste Zahnrad, das erste Plastikzahnrad der Ölpumpe. Oh, das geht aber ziemlich schwer ab. Ja. Das ist einfach nur aufgesteckt. Und das tausche ich gleich aus mit dem neuen Zahnrad. Zack. Das zweite Zahnrad ist leider nicht so leicht zu entfernen, denn hierfür braucht ihr eine spezielle Zange, um diesen Clip zu lösen. Vorne sitzt noch eine kleine Unterlegscheibe. Und jetzt wird das Zahnrad einfach nur abgezogen. Das sitzt allerdings so fest, dass es schon ein bisschen gefummelt ist. Jetzt. Hinter dem Zahnrad befindet sich hier so ein kleiner Metallstift. Und da müsst ihr auch aufpassen, dass ihr den nicht verliert. Bringt ihn also in die richtige Position. Und dann lege ich das Zahnrad ein. Ja. So. Jetzt sitzt das. Kommt nämlich ganz drauf an, ob der Stift genau mittig ist oder nicht. So, jetzt kommt die Unterlegscheibe wieder rauf und der Sicherungsring. Das sind die beiden alten Plastikzahnräder. Die sehen noch ziemlich gut aus. Zumindest ist hier nichts gebrochen. Ich habe aber auch den einen oder anderen Bericht gelesen, wo dann die Zähne nach 100.000 bis 120.000 Kilometern gebrochen sind. Jetzt wird es noch mal etwas schwieriger, denn diese Mutter wird mit 180 Newtonmetern auf den Kupplungskorb aufgeschraubt. Damit sich dieser nicht mitdreht, muss ich wieder die Hinterradbremse drücken. Drück stärker. Kannst du noch stärker? Okay. Boah. Ready? Weiter geht es mit der Kupplung. Hier habe ich die Stahllamellen und die erste Stahllamelle, die eingesetzt wird, ist diese mit der Nut hier oben. Bei allen Stahllamellen müsst ihr darauf achten, wie rum ihr die einsetzt. Denn es gibt hier eine stumpfe Kante und eine scharfe Kante. Lässt sich ganz leicht erfüllen. Die Seite mit der scharfen Kante wird immer in Richtung Kupplungskorb eingesetzt. Weiter geht's mit den Belaglamellen. Diese habe ich schon aus dem Ölbad genommen und die beiden ersten Belaglamellen hier vorne sind die beiden, die separat verpackt wurden. Diese kommen jeweils an den Anfang und an das Ende des Belagpakets.
Den Kupplungsdeckel aufzusetzen gestaltet sich auch noch mal etwas schwierig. Ihr müsst auf zwei Dinge achten. Einmal, dass der Kupplungsarm in etwa in dieser Position steht, das heißt horizontal mit dem Kupplungsdeckel selbst. Und das Gegenstück muss mit der Öffnung nach unten rechts zeigen. Deckel sitzt,